Hallo, in dem Video geht es darum, in einem Teilbereich vor einer Ebene die Deckkraft zu ändern. Ich erstelle mal eine Auswahl. Machen wir mal hier. Und mache weiche Kanten drauf. So. Jetzt ist die Auswahl aktiv und zwar auf dieser Ebene. Und wenn ich hier diese Deckkraft von der Ebene ändere, dann ändert sich die ganze Deckkraft der Ebene. Wenn ich mache mal einen Screenshot. Wenn ich hier mit zwei Fingern drauf tippe, erscheint die Deckkraftänderung und nun, wenn ich den Slider rüber bewege, ändert sich nur die Deckkraft in der ausgewählten Fläche. Okay, das war's. Tschüss dabei.